ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Riesige Flutwellen. Im Indischen Ozean hatte zuvor die Erde gebebt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Flugschaukatastrophe. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Caroline Hamann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Freitagabend, 7:15, hier ist RTL Aktuell. Ultimatum für Saddam. Auf Kamerateam und Sondereinsatzkommando los. Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport, bei uns in der Sendung, wie immer mit Ulrike von der Gröben. Guten Abend. 18:30 Sat.1 Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Im Studio für den Sport, Klaus Grunewald. Schönen guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu den ProSieben-Nachrichten und das sind die Themen des Tages. Expo unterm Hammer. Die melden sich zu Wort. Ja, und genau das ist ein Thema im Sport mit Norbert Dubeleit. Bis gleich. Guten Abend. Jetzt in den RTL 2 News. Urlauberinnen ermordet. Beyoncé und Co. in den Schatten. Einen schönen guten Abend. Hier sind die RTL 2 News. Es ist 16.30 Uhr. Herzlich willkommen bei den Vox-Nachrichten. Heute mit diesen Themen. Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Nach 7 Monaten geht die spektakuläre Ausstellung des Museum of Modern Art in Berlin zu Ende. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. É redondinha, faz suquinho e vitamina. Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus-Peter Siegloch und Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Pulverfass Irak, Gewaltdemos der Saddam-getreuen, neue Feuergefechte. Welcher Bastler schießt als erster einen Menschen ins All? Die Nacht, Sat.1 Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute Nacht, liebe Zuschauer, willkommen. Guten Abend und herzlich willkommen zum RTL-Nachtjournal. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Unsere Themen. Sturmnacht.
10. Willkommen im Morgenreport. Ich bin Dietmar Defner. Mein Name ist Barbara Scherle. Guten Morgen. Unsere Top-Team. Mit Temperaturen bis 20 Grad. Heute ist Alzheimer-Tag. Pardon. Guten Morgen, liebe Zuschauer, willkommen zu unseren Nachrichten. Welcome to the Journal on DWTV. I'm Bill Gaylord in Berlin. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Den Tag genießen. Wissen, was los ist. Das ZDF-Morgenmagazin live aus Berlin. Mit Alexandra Vacano und Christian Sievers. Aufatmen. Hallo und herzlich willkommen zu Punkt 6, dem RTL Frühmagazin am Dienstag, den 3. Februar. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 1. Oktober, kurz vor 6:30. Hier ist wieder Ihr Sat.1 Frühstücksfernsehen aus Berlin. Vor den Kameras stehen für Sie bereit Jörg Schluckermann, zuständig für den Sport am Morgen. Silvia Bommes hat immer die aktuellen Nachrichten. Und durch die Sendung führen, erfrischend und munter wie immer, Bettina Kramer und Kurt Lotz. Was heißt denn? Bettina Kramer. Guten Morgen. Heißes Eisen, Dortmund vor dem Saisonstart. Und noch ein ARD-Mittagsmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ach, da bin ich ja. Jetzt wird's ernst, Leute. Aber ich, guck mal, ich bin verzögert. Mach das mal. Das ZDF-Mittagsmagazin. Willkommen, liebe Zuschauer, und gleich. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Spätausgabe der Rundschau. Guten Abend, Hamburg! Harley-Fieber, alle Hände voll zu tun. Willkommen bei uns und guten Abend im Hamburg-Journal.
Guten Abend zu Rheinland-Pfalz aktuell. Heute für Sie im TV-Touring-Studio Peter Johansen. Hallo und willkommen zum TV-Touring-Journal am Dienstagabend. Honoriert werden unter anderem originelle Geschäftsideen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ausgezeichnet werden 3 Unternehmen. Heute Journal.